starte ein neues Spiel. Oh Gott. Überleben? Strande auf einem gefährlichen fremden Planeten, nutze Rohstoffe und bekämpfe Katzen und bekämpfe Katzen. Bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Freispiel, wieder Überlebensmodus, plus ohne Hunger und Durst. Hardcore, nur mit einem Leben. Oh, kreativ. Also das ist wie, na, wir nehmen das hier. Das ist schon mal wie Raft mit den Einstellungen. War nur knapp davon gekommen. Voll in die Fresse. Scheiße. Gott, wie benutze ich den denn? Achso, mit Rechtsklick. Okay. Drücke F8, um Fehler zu melden oder eine Rückmeldung zu geben. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Good luck. Also Reife 5 für den entsprechenden Schnellzugriffsplatz. Okay, Warnung. Test der Schaltkreise fehlgeschlagen. Sekundärsysteme ausgefallen. Kommunikation ausgefallen. Notsignalübertragung fehlgeschlagen. Auftriebskörper entfaltet. Hüllenintegrität. Okay. Okay, cool. Nach oben kann ich nicht. Doch. Wow. Was war denn das? Ich habe einen Feuerlöscher. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ich habe einen Feuerlöscher und ich werde ihn benutzen. Okay. Okay. 0 Meter stimmt ja gar nicht. Ich bin noch mindestens 2 Meter über der Erde. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Schwupps. Was haben wir denn hier noch? Medikit. Okay, Medikit ist schon mal gut. Ach, der ver... Ah, der stellt die her. Das ist ja nice. Wachtbehälter. Was haben wir hier? Leuchtfackel. Gefiltertes Wasser. Nehmen wir mal mit. Und einen Nährstoffblock. Nehmen wir mal auch einen mit. Was steht hier? Die Aurora hat im Orbit einen Rumpfschaden erlitten. Ursache unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Achso, das ist das, was sie uns erzählt hat. Huch, nee. Fabrikator. Okay, ich muss jetzt sammeln gehen, oder was? Ich habe ja gar nichts. Nichts hat sie. Einfach nichts. Wir müssen uns wieder den Müll im Meer zunutze machen, ja? Hallo? Hallo? Wo ist meine Sauerstoffanzeige da? Okay. Okay, ich baue das mit bloßen Händen ab. Was? Was ist los? Was war denn jetzt? Hat mich gerade einer angefasst?
Hallo? Nein heißt nein. Oxygen. Ja, okay. Okay, viel Sauerstoff habe ich aber nicht, hä? Ja, aber zu Recht, Sykros, zu Recht. Bei mir kam das alles nur vom Server-Transen. Ja, genau. So, was habe ich jetzt eingesammelt? Metallschrott, wow. Und Titan. Ist ja Wahnsinn. Oh. Gibt's irgendwas, was mir sagt, mach das und das? Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Mal beschädigter Kommunikator. Reparaturwerkzeug benutzen. Muss ich jetzt Reparaturwerkzeug erstmal herstellen, oder was? Na, guck mal, ich kann jetzt schon Ressourcen. Titan. Geräte. Mobile Fahrzeugstation. Ausrüstung. Standard-Tauchflasche. Da brauche ich dreimal Titan. Okay. Ah. Okay, also wir müssen jetzt einfach ein paar Mal ins Wasser. Freund oder Feind? New? Signalbojenfragment, aber damit kann ich nichts machen, okay. Was ist denn das? Alter. Oxygen. Ja, ja. Ja, schon. Was ist denn das? Die sehen ja aber echt ulkig aus. Aus dem Metallschrott bekommst du auch Titan. Ja, ich muss halt mal gucken, was ich hier alles nehmen kann. Ich kenne ja die ganzen optischen... Also ich kenne das ja optisch alles noch nicht. Aber die... Guck mal, wie das aussieht. Ist ja voll die Seekuh oder so. Was? Ah, oh, der giftet. Giftet der rum? Oh, das ist ja cool, wenn ich rückwärts schwimme. Hat der ins Wasser gekackt oder was macht der da? Hallo? Das war Gift, ja. Ah, bitte nicht übertreiben. Achso, ach, alles gut. Das sind so komische Geräusche. Ich weiß immer nicht, ob mir gerade was am Popo klebt, oder? Was ist denn das hier? Darf ich da rein, oder werde ich dann gefressen? Ich würde mir gerne erstmal eine Taucherflasche machen, aber ich habe gerade mal einen Titan gefunden. Wie kamst du auf Subnautica? Na, ich habe das bei anderen Streamern gesehen und dann hat die Kelo mir das geschenkt, weil ich das bei mir auf der Wunschliste hatte. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Was? Hat sich gerade erhöht zu unwahrscheinlich, aber möglich. Ja, cool. Da hast du dir ein tolles Spiel ausgesucht. Dankeschön. Hallo, Arthur. Übrigens. Ist gar nicht Hallo gesagt. Ne, ist wieder... Ja, es wird jetzt wieder ein bisschen witzig hier mit in den Chat gucken, weil ich ja auch so aufs Spiel achten muss.
Ich habe aber das Gefühl... Aber mit dem Ding kann ich mich nicht bewegen, oder? Leo. Ich habe aber gar keine Playstation. Ich habe gar keine Konsole. Was steht denn hier? Datenbank. Fortgeschrittene Theorien. Fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle einheimischen Tierarten durch Eiablage vermehren. Eier können... auf dem Meeresboden liegen Untergeröll begraben oder sogar in Felsspalten eingeklemmt gefunden werden. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplätze. Eier, die in freier Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in einer Form von natürlicher Stase und warten wahrscheinlich auf ideale Bedingungen zum Ausschlüpfen oder auf die Abgabe eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eis von außen zu ermitteln. Es könnte jedoch möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu stimulieren, wenn ein Ei in einen geeigneten Lebensform-Zuchtbehälter verlegt wird. Habe ich etwa Eier gesammelt? Ah, deswegen. Oh Gott, ich muss aber wirklich Wasser und sowas holen, ne? Weil das habe ich jetzt alles nur einmal noch. Oh, ich habe doch viermal Titan. Ach, da, aus dem Metallschrott. Ah. Du. Okay. Schwimmende Luftpumpe dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Wasserdichter Behälter, kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Okay, ich glaube, wir machen uns erstmal eine Tauchflasche, oder? Habe ich jetzt automatisch angelegt? Ja, cool. Ach Manu, ich will immer mit Escape raus. Hallo Atze, was ist los? Was nähst du? Was auf meine Frage, welche Frage habe ich schon gerade gestellt? Aber jetzt ist es halt so dunkel hier. Psst. Da hinten. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr hier rumzutauchen, weil es dunkel geworden ist. Boah, Hilfe. Nein, ich will da nicht rein. Hallo? Kann ich irgendwo schlafen gehen? Damit es wieder hell ist. Bitte? Geht das? Hallo? Ich möchte gern Schlummi machen. Bitte? Wie stelle ich mir denn Nahrung her? Hä? Bei Nahrung gibt es nur Wasser? Nö, nix, Schlafi. Sei bloß vorsichtig, mach keinen Lärm. Ha. Okay, also ich komme noch nicht so ganz klar, weil ich nicht weiß, was ich so als nächstes machen soll, ehrlich gesagt. Der ist schon noch ein neues Medi? Ja, cool. Irgendwas noch nicht angeguckt? Reparaturwerkzeug muss ich wahrscheinlich irgendwie basteln. Damit ich dann auch mal wie im richtigen Leben... wie im richtigen Leben, da gehe ich einkaufen, wenn ich Hunger habe. Ich soll da jetzt hoffentlich hier keine Fische. Die hauen ja ab von mir. Oh, Säurepilz. Okay. Keine Ahnung, was ich damit mache. Nehmt die einfach mal mit.
detecting increased local radiation levels. Ah. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Okay. Den darf ich nicht zu nahe kommen, denn... Oh, jetzt wird's schon wieder hell. Das geht aber schnell. Das geht ja unheimlich schnell. Hallo, Benny. Alle Fische, die es gibt, einsammeln. Aber wie? Die schwimmen ja von mir weg. Ich kann die ja nicht einfach... Der da ist zum Beispiel sehr groß. Sieht aus wie Hammer-Seepferdchen. Oder, hä? Nee, der hat irgendwas auf dem Kopf. Oh Gott, aua. Okay, den nicht anfassen. Das fand er jetzt nicht so gut. Ich wollte nur streicheln. Ich wollte doch nur streicheln. Sind's krass. Leibkoralle. Luftholen und dann traue ich mich mal da rein zu schwimmen. Oxygen. Ja, ja, bin ja schon. On the fly. Hallo Schnitte! Okay, ist aber nix. Da unten ist sowas wie ein Vulkan. Eine heiße Quelle. Ich bin mal gespannt, was aus diesen Kreaturen-Eiern so alles rauskommt. Oxygen. Wollte ich denn jetzt gerade hin? Ja, komm her! Oh, ich hab einen Fisch. Was machst du jetzt damit? Und der Arme. Was habe ich denn in der Hand? Und jetzt? Was mache ich denn jetzt mit dem? Was ist denn das hier eigentlich? What's this? Töten. Und wie töte ich denn jetzt? Hab ich noch? Ja. Roh essen. Aber wie esse ich denn jetzt einfach? War nur eine Vermutung. Hä? Säurehaltiges Fleisch. Das kann ich wahrscheinlich nicht essen. Nahrung plus 8. Kleiner, essbarer Beutefisch. Essen fallen lassen. Ich kann den einfach roh essen? Der Arme. Achso, einen Nährstoffblock hatte ich ja noch. Das ist Wasser. Also Wasser muss ich herstellen. Ich muss wirklich Wasser herstellen. Jetzt habe ich ein Problem.
sonst ich habe ein Problem. Stell einfach mal eine Batterie her, einfach weil wir es können. Brauche ich bestimmt irgendwann. Ist das? Noch nicht, Bennys. Nee, nee, ich lass mich, wenn ich wirklich wissen will, was ich machen muss, dann frage ich direkt. Erstmal ein bisschen gucken. Ach, guck mal, hier, gekochte Nahrung. Ach, ich hätte den auch, hätte den auch gucken können. Gepökelt. Salzablagerung. Standteile unbekannt vom gefilterten Wasser. Ja, merkst du selber, oder? Chlorbleiche, Röhrenkorallenprobe und Salzablagerung. Zack! Du gehörst jetzt mir! Die armen kleinen Fischlein. Aber jetzt hauen sie ab, ne? Jetzt haben sie Schiss. Kommt bestimmt irgendwann der Papa und haut mir aufs Maul. Komm her! Komm her! Nee! Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Ich trau mich halt irgendwie nicht so weit weg von meinem von meiner Basis. Oh, hier. Hä? Warte mal, ich konnte hier gerade... Ach ne, die Pilze bloß. Wie kriegst du denn die Scheibenkoralle da raus? Gott, Cludi. Oder auch Rettungskapsel genannt, ja. Warte mal. Ich muss ja mal gucken. Kann er jetzt hier... Gekochter Blasenfisch. Gekochter Gelubscher. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Und vorher war es nicht für die Menschen. Okay. Wie lange hält das jetzt? Ach so, das hat hier eine Haltbarkeit, oder? Ich denke, dass Ludi für den Absturz verantwortlich ist. Darum geht es hier aber überhaupt nicht, ja? Okay, warte mal. Ich bin noch nicht so wirklich in die Richtung hier geschwommen. Vielleicht finde ich da was. Oh, mal aufpassen. Was soll schon passieren, wenn ich so in so eine Höhle hier reinschwimme? Gar nichts. Okay, cool. Hier, ja, der hat die schleifen da irgendwas mit sich rum die ganze Zeit. Sehr ulkisch. Das sieht auch nach verstrahlten Sachen aus. Die Geräusche. Ich kann die noch nicht einordnen. Direkt zugestimmt? Nicht Chat schuld? Nee, Chat nichts schuld.
Also Essen habe ich erstmal, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Wasser. Zahn, okay. Ups. Ja, ich habe dich nicht angefasst. Nein, nein, nein. Ich habe gar nichts gemacht. Schwapp, schwapp. Den nehmen wir das so groß. Ist ja doch wieder in die andere Richtung geschwommen. Also ich würde sagen, Metallschrott haben wir erstmal genug. Ja. So sind wir so weit unten, dass 30 Sekunden nicht reichen, oder was? Tut, kann man es auch besser anfassen. Nicht gut, versuch's mal mit anlecken. Schönes Haigebiet. Der Schrott nimmt ganz schön viel Platz weg. Wenn ich das hier runterschiebe? Weiß ich nicht. Oh. Nee, warte, das wollte ich nicht. Was haben wir noch? Elektronik. So, das war nur das. Ja, aber habe ich nicht auch Kupfererz gesammelt? Naja. Hallo, Gizmo. Ist das wieder so ein Spiel, wo unschuldige Meeresbewohner geschnetzelt werden? Reicht? Ah. Wasser. Gefiltert mit Hilfe einer organischen Membran. Ah, ich brauche so einen Blasenfisch dafür. Jetzt, weil ich den einmal gesammelt. Okay. I need a Blasenfisch. Es tut mir leid, lieber Blasenfisch. I need you. Komm her. Nee, das war keiner, oder? Nee, das ist ein anderer. Wie sah denn der Blasenfisch vorhin aus? Jetzt habe ich den gekocht, ne? Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Blasenfisch gewesen hier. Komm her! Leise? Das andere war ein Boom. War das so einer? War das so einer? Muss mal gucken. Vielleicht hatte ich den nur nicht in der Hand, weil ich so einen anderen noch in der Hand hatte. Halleluja! Zack! Wir wissen, wie wir Wasser herstellen. Wupp, wupp! Gefiltertes Wasser. Ja, also. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man über so einen Fisch Wasser filtert, aber ist ja egal, hat funktioniert. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Es ist schon wieder dunkel. Was ist denn das hier für ein Tag-Nacht-Rhythmus? Komm her, komm her. Und du auch, komm her.
Toni. Wirklich? Das hier mache ich dann desinfiziertes Wasser. Sie futtert das Meer leer. Ja, ich muss ja irgendwie überleben. Tut mir leid. Was soll ich machen? Und bin den jetzt erstmal. Oh, der hat aber nicht viel gegeben. Warum habe ich denn so wenig Leben? Was ist das noch von meinem kleinen Zusammenstoß? Wohin? Mit dem... mit dem, einen Hammerdings irgendwas? Dachte, ich könnte mir mal eine Waffe basteln. Silikongummi. Also bei dieser scharfe Zahn. Was mache ich denn damit? Ich baue das einfach mal. Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Was bedeutet das? Dass ich dort Sachen rein tue und dann immer wieder ran kann? Wir wissen ja, dass du die Essen liebst. Wir denken an die vier Suppen und guck. Ich muss noch ganz schön viel lernen, oder? Ich hätte gern Waffe, damit ich bestimmte Dinge abbauen kann. So diese Korallen zum Beispiel. Aber über diesen Zahn, den ich gefunden habe. Doch hier, emailliertes Glas. Dafür brauche ich den Förscherzahn. Okay. Okay, also immer wenn ich irgendwas einsammle, bekomme ich automatisch auch ein Rezept dafür, ja? Wo hat er geschlafen? Der hat sich ja überhaupt nicht gewehrt. Also in Form von, der ist überhaupt nicht weggeschwommen. It's a little bit dark here in the deep blue sea. Jesus. Wie viele Fische wollen Sie einsammeln? Ja. Also ich habe, wenn ich sterbe, dann werde ich wahrscheinlich in meiner Kapsel wieder rauskommen, oder? Hoffe ich zumindest. Nur den kann... Nee, gekocht. Was kann ich denn pökeln? Ach, da brauche ich das Salz. Okay. Schlingpflanzensamenbüschel. Ja, wie komme ich da aber ran? That's the question it is. Mein Wasserverbrauch ist ganz schön hoch. Alles Silberback. Augenbrötchen mit Butter dazu, gegrilltes Gemüse. Ja, moin. Wie komme ich jetzt an was, womit ich abbauen kann? Ein scharfes... Ich hätte aber das wäre ja automatisch hier unten drin gelandet, wenn ich das hätte benutzen können.
Wir haben jetzt einmal Kupfererz. Hier Feldmesser. Silikongummi. Wo bekomme ich Silikongummi her? Aus Schlingpflanzensamenbüsche. Hm? Okay. Ah doch, ich habe die gesehen. Ich habe die gesehen. Okay, warten Sie. Die waren... da drüben, glaube ich. Der arme Fisch. Das sieht aus, ey. Ich sag jetzt lieber nicht, wie das aussieht, aber es sieht aus. So, das sind diese Schlingpflanzensamenbüsche. Bitte? Ja, toll. Ah, doch. Inventar voll. Ah, cool. Ja, ich wollte auch gar nicht mehr einsammeln. Aber warte mal, ich habe doch diesen Behälter. Aber was mache ich damit? Hä? Ich habe keine Ahnung. Hallo Denise. Halte nichts in der Hand, dann bist du schneller am Schwimmen. Ja, das ist aber gar nicht so einfach. Also, ich kann nur hier zwischen den verschiedenen Sachen hin und her wechseln. Achso, jetzt. Hä? So. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Nein, ich möchte bitte keine Explosion. Construction of vehicles and power plants. So. Wissen wir noch, was ich damit machen wollte? Wir wollten damit doch irgendwas herstellen. Hä? Was wollte ich denn? Oh, wozu braucht das Silikongummi? Wollte ich doch herstellen. Ach, hier. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Habe ich das gerade gemacht? Nee, ne? Ich habe irgendwas anderes hergestellt, glaube ich. Schmierstoff habe ich hergestellt. Ach, Claudi, du bist auch so ein Schmierstoff. Ich muss noch mal los? Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem wasserdichten Behälter mache. Aber nun ja. Warte mal. Ach nee, da war... Ah, okay. So, ich bin jetzt ja schon halb verdurstet wegen euch. Warten Sie? Ich muss kurz einen Fisch essen. Warte mal, der gibt plus 12. Wenn ich den koche, gibt der mehr, ne? Am unschuldigen Fisch muss ich essen. Hallo, Tops. Was tun wir? Wir spielen Subnautica. Hat die Josi schon mal Subnautica gespielt? Würde ich dir eigentlich trauen. So, also kann ich mir vorstellen, dass es was für dich ist. Zack. So, dann hören wir jetzt nochmal was von diesen komischen Büscheln. Orientierung. Vielleicht nicht gleich durch so eine Giftwolke durchschwimmen. Nein, nicht mich vollgiften. Ich find's so gruselig. Also ohne Mist, na, als ich mir das auf die Wishlist gepackt habe, da dachte ich, das ist so voll, das Chili-Millie wie Raft. Schon wieder voll? Hä, wie wenig von diesen... Ach, weil die so riesig sind. Ah, okay. Schade. Und dann sagt sie immer so, ja, das ist voll gruselig. Und ich so, was? Aber ich bin ja eins mutiges Claudien. Ich kann das.
Warum leckt das dann immer mal? Also bei mir in-game nicht, aber im Stream, glaube ich, ne? Stimmt. Ich muss Hightech um einen neuen PC bitten. Das geht halt nicht anders, ne? So, was wollte ich machen? Silikongummi wollte ich machen. So. Vielleicht die CPU? Nee, ich glaube nicht. So. Und daraus wollte ich jetzt... Nee, keine Schwimmflossen. Ein Feldmesser machen, genau. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Okay. Haben wir die Schwimmflossen auch noch hin? Ja. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Welche Einstellung kann nicht umgangen werden? Um umgebungsgerechte Ausrüstung aus örtlichen zur Verfügung stehenden Materialien herzustellen. Ja. Dachte, Josi malt in Farbe, aber offenbar ist Schwarzmalerei... Claudi, ich muss dir was erzählen, ich fühle mich so schlecht. Der Carlos hat die Nacht aus Versehen auf dem Balkon geschlafen. Ja, was soll ich bitte jetzt dazu sagen, liebe Josi? Was? Was soll ich dazu sagen? Beim Listen im Lurk, ja. Ja. Nee. Merkst du hoffentlich selber, ja? Nee. Weiß nicht, was ich mit dem... Was soll ich denn jetzt alles mit dem Silikon herstellen? Ja, wir haben gestern Abend Fixus vom Balkon reingeholt und da ist er wohl nach draußen. Der geht sonst nie raus und habe auch keinen Mucks mal. Hä? Und wenn du ins Bett gehst? Also, ich würde merken, wenn einer meiner Katzen fehlt. Aber ich bin ja auch eine gute Katzenmama. Ja? Immer die Katze auf dem Balkon gelassen, ey. Da war man einmal im Glück. Hallo, Itchy. Er hat den Claudi, hat mein Messer. Kreisch. Heute Morgen mache ich auf für ein entferntes Mauzen. Oh, nee. Und als nächstes sitzt der Klaus aus Versehen über Nacht auf dem Balkon. Hallo, Mücke. Oh, Mann. Josi, Josi, Josi. So, okay. Was ist denn jetzt das... Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. So liegt denn hier der Klubscher auf dem Boden? Weiß auch keiner. Okay. So, jetzt habe ich ein Messer. Ich muss... Wann komme ich denn an Reparaturwerkzeug? Was brauche ich, um an Reparaturwerkzeug zu kommen? Ich kann ja erstmal gucken, ob ich jetzt was abbauen kann. Nee. Adrige Nessel? Schon mal nicht. Lindekraus auch nicht. So Kisten aufmachen? Auch nicht. So was hier? Ja, das habe ich eigentlich gedacht. Ah, warte mal, mit Rechtsklick? Oh, doch. Ah, mit Rechtsklick. Thank you.
Wo ist meine Hut? Achso. Über mir. Also immer etwas Milch und Bier und Sekt auf dem Balkon lagern. Oh Mann, ey. Das ist mir auch schon passiert. Wollte den Bettkasten zumachen, habe mich gewundert, wieso da ein Widerstand ist. Nehmt der Frau die Katzen weg, ey. Ich kann nun bestimmt nie wieder ins Bett gehen, ohne zu schauen. Oh nee, Josi. Ha. Kann ich jetzt irgendwas Neues mit den Sachen, die ich eingesammelt habe? Ah, guck mal, Salzablagerung brauche ich noch. Dann kann ich Chlorbleiche machen. Seegleiter, Bestandteile unbekannt. Guck mal, für einen Scanner. Spektroscanner zum Ermitteln von Technologiebauplänen. Warte mal, den kann ich doch schon. Brauche ich Batterie? Kann ich basteln? Elektroscanner. Wo war denn der jetzt? Ja. Das im Bettkasten noch gelaufen ist. Ja, es fühlt mich so schlecht, aber zu meiner Verteidigung, der Klaus saß auch noch auf dem Klo. Dem hätte das auch auffallen können. Definitiv trifft Klaus der Großteil der Schuld. Ja, wem sonst? Wen denn sonst? So, sag mal, hier ist das Reparaturwerkzeug. Okay, Höhlenschwefel und Titan. Okay, ich brauche noch Höhlenschwefel. Den müssen wir uns jetzt besorgen. Dann können wir endlich das Reparaturwerkzeug machen. Erstmal noch einen roten Fisch hier, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Selbstscan ist. Ich habe mich gerade. Ah. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Bleib stehen. Einheimische Lebensform. Ach, guck mal, das ist ja witzig. Okay, wo bekomme ich jetzt Salzvorkommen her? Nährstoffe aus dem Wasser filtern. Das Wachstumsmuster zeigt, dass die Kolonien in direkter Konkurrenz um Plätze mit den stärksten Strömen oder Lichteinfall stehen. Im Gegensatz zu anderen Korallenarten sind sie dehnbar gebaut, pulsieren leicht beim Pumpen von Nährstoffen in ihre Extremitäten und erstarren nur bei physischen Angriffen. Okay. Ah, vielleicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Carlos geht super und er roch sehr nach frischer Luft. Hab quasi nur den Kater ausgelüftet. Oh, das sollte ich vielleicht mit Leo auch mal machen. Der hat gestern so nach Scheiße gestunken. Okay, aber warte mal. Ich will mal... Hier sind Koralle. Wir scannen das jetzt einfach mal alles. Jetzt haben wir hier Tischkorallen. Mal schauen, ob ich daraus irgendwie Salz bekomme. Und Atlan, danke schön für das Gifted Sub an Cat Safer. Hallo an Nara. Oh Mann, Josi, danke, dass du hier für Content sorgst. Finde ich super von dir. Du bist eine gute. Nee, damit kann ich irgendwie gar nichts machen. Cool. Tischkoralle. Jede Scheibe besteht aus einzelner Kolonie aus dem Nährstoff aus Wasserfiltern. Wachstumsmuster zeigt. Was soll ich denn mit denen anstellen? Ansammlung seltener Mineralien, die Korallen nicht verwerten kann. Verwertbar zur Herstellung von Computerchips. Aber.
da, da. Ah, aber mit Gold und Kupferdraht. Ja, klar. Energiezelle. Warte, stell ich mal. Kurze Platz. Kurze Platz in das Inventar. Ich hoffe, das andere Schiff liegt nicht in die Luft. Hallo, Anaxiri. Bin jetzt mal im Lurk essen, muss jetzt mal übernehmen. Okay, na gut. Lass dir schmecken. Ah, Mist, ich hatte nur einen Kupfererz. Scheiße. Zarte Schokolade? Okay, wir müssen weiter tauchen. Wir müssen weiter suchen. Mach's gut, Micke. Ich habe übrigens wieder genug Punkte zusammen. Zum Sechseln bei Josi, oder was? Okay, wo bekomme ich jetzt Salz her? Was sieht denn nach Salzablagerung aus? Ich bin ja ein bisschen schneller dank meiner Flossen, oder? Ich traue mich irgendwie nicht da rein zu tauchen. Da unten wäre aber noch so eine Höhle. Warum leuchtet denn das dort so? Da steht was. Schneide die Schlingpflanze mit dem Messer. Steht da. Okay. Hab ich's gemacht? Und jetzt? Ah, das ist auch Nahrung. Hä? Ah, es tut mir leid, dass das so leckt, ey. Das ist wieder so ein Spiel, was ich dann offstream spielen muss, weil das anscheinend mit dem Stream sich nicht so gut versteht. Okay, Schlingpflanze. Was mache ich aus der Schlingpflanze? Hier. Fasergewebe. Was mache ich aus dem Fasergewebe? Ach, Medikits, okay. Nichts anderes? Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Ja. Detonation will occur within 2 hours. Was? In den nächsten 2 Stunden? Du weißt schon, wie schnell die 2 Stunden hier rum sind? Warte mal, wo war denn das Werkzeug? Höhlenschwefel. Höhlenschwefel. Scheiße, der wird aber. Oh, die darf jetzt aber nicht in die Luft fliegen. Das geht nicht. Wo bekomme ich denn Höhlenschwefel her? Also eigentlich ja aus dieser... Was ist denn das jetzt? Warte mal, wo ist denn... Ich hab doch vorhin so eine Dingens... Ach, hier drüben. Da muss ich jetzt rein. Ich muss da jetzt rein. Den Höhlenschwefel besorgen. Hilft ja alles nix. Okay, wenn es das nächste Mal durch ist. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Das war jetzt aber kein Schwefel. Oh Gott, aua. Heiß? Quarz? Gold? Scheiße.
Wo, Schwefel, wo? 30 seconds. Ha. Ich würde sagen, das Spiel ist dann gleich, ich hab's dann gleich kaputt gemacht, weil ich keinen Schwefel finde. Aber Hauptsache, ich habe Gold gefunden. Und Blei. Leise. Weiß jemand, wo ich Höhlenschwefel herbekomme? Könnt ihr mir das sagen? Bitte? Hallo Silbermolly. Aus Höhlen? Ja, sonst war es das nämlich gleich. Bei der Vulkanhöhle. Aber da war ich doch gerade. Ich habe da keinen gesehen. Es war doch da gerade. Da war kein Schwefel. Wie sieht denn das aus? Silber. Aua, heiß. Aua, immer noch heiß. Total voll. 30 seconds. Die können mich ja hier nicht bis sonst wohin tauchen lassen, weil dann tut's doch weh. Ich versuche mal noch eine Etage weiter runter zu kommen. Hier, das sieht nach Schwefel aus. Nee. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation. Aha, by ja. Eventual asphyxiation. Wem sagst du das? 30 seconds. Ach, scheiße. Schnell, schnell. Hoch mit dir. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Eine Schwefelpflanze erkennen sie an den grünen Kugeln. Ach, das sind Pflanzen. Ah, warte mal. Dann weiß ich ja wo. Das waren gelbe. Oder sind das auch grüne? Nee, das sind nur gelbe. Habe ich nicht irgendwo auch grüne gesehen? Am Meeresboden finden, nähern sich die Pflanzen, wird sich öffnen und gibt einen Kracher Fisch frei, der sie dann verfolgt, nach einer Weile explodiert.
Eine Schwefelpflanze. Hier vielleicht. Die da? Nee, das ist ein Ei. Toll! Toll! Tja. Es gibt keinen Schwefel. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Aber das soll... Nee, Säurekapsel. Krass. Hast du da ein Ei? Es gibt hier leider keinen Schwefel. Kalk. Sandstein. 30 seconds. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass ich diesen blöden Schwefel nicht finde. Oh, jetzt war er weg. Kalk, Sandstein. In Höhlen. Ja, ich war ja. Du hast doch gesehen, wo. Aber irgendwie kommt da kein Schwefel raus. Wasser ist auch schon wieder aus bei mir. Mann, Mann, Mann. Oh, aber Salz. Salz hat man auch noch keins. Ah, Inventar voll. Ja, super. Hast du da ein Ei? Ah. Ja, ich würde sagen, wir warten einfach, bis das Schiff explodiert und dann haben wir es hinter uns. Also, dass ich hier nichts gefunden habe, finde ich halt echt komisch. Au! Oh, was? Wie? Wo? Wer? Aua! Oh, der blöde Fisch! Ich habe gar nichts gemacht. Der hat mich einfach angegriffen. Ich weiß nicht, ich habe hier schon so viel eingesammelt. Aua. Ich bin bestimmt auf einem Planeten gelandet, wo es kein
keinen Schwefelgift. Ich kann es auch leider nicht genau beschreiben. Ja. Aber dass ausgerechnet das jetzt fehlt, weißt du? Womit ich hier wahrscheinlich wegkommen würde. Den Wasserbehälter verstehe ich auch immer noch nicht. Hatte dasselbe Problem mit Salz. Ja, das habe ich auch gerade eben erst gefunden. Ah. Ah. Nein, jetzt habe ich es fallen lassen. Ich Trottel, das wollte ich ja gar nicht fallen lassen. Ich würde es doch drüber tun. So, der behält jetzt hier seine Position, ja? Den werde ich nie wiederfinden. Wohl. Na, er ist in der Nähe von der Kapsel, okay. Ist halt nur die Mensch. Wenn ihr alles in die Luft fliegt, ja, dann. Hm. Jetzt gefällt Schwefel, du. Aber jetzt sehe ich ja auch wieder nichts mehr. Eine Quantenexplosion hatte. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 18 minus 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, wir leben noch. Feuerwerk für mich. Wie nett, oder? Okay, wir leben noch. Ich dachte, das war's. Ich mache mir übelsten Stress. So, was brauche ich denn jetzt für einen Strahlenschutzanzug? Blei. Blei habe ich. Also, Blei habe ich. Wartet. Wenn ich da. meine Kiste finde. Zack. Das war sehr gut, dass du das nicht getan hast. Das hätte ja sonst den ganzen Spaß verdorben. Okay. Okay, wir haben einen Strahlenschutzanzug. Das ist schon mal gut, dass wir den jetzt haben. Ja, dann ist ja alles nur noch halb so wild. Ich würde trotzdem gern meine Hut reparieren. Weil, ist es eigentlich gewünscht, dass man auch da mal hinschwimmt zu dem Wrack? Das hätte man ja mal machen können, bevor das Ding in die Luft geflogen ist. Oh ne, hier sind wir ja wieder nicht. Wird das jetzt gerade schon wieder dunkel oder wird's hell? Oh ne, jetzt habe ich Angst. Ne, ich will da nicht hin. Nein, nein, das ist schon okay. Ich gucke lieber hier noch ein bisschen nach Schwefel.
Ich verliere ihr Leben. Warum? Warum? Was war denn jetzt schon wieder? Das Spiel macht mich fertig. Na, geh doch mal weg! Was soll denn das? Oh, du alte Arschkrampe. I feel so much. Ich habe bei dem Spiel gar nicht so, aber selber spielen könnte ich das nicht. Abfalleimer. Achso, oh ja. Sauerstoff ist eine gute Idee. Okay, ich kann jetzt einen Abfalleimer basteln, oder was? Warte mal, wir brauchen auch mal wieder ein bisschen ein paar Wasserfische. Mehr. Hab dich. Hab dich. Nein, geh weg von mir. Nein, lass mich. Hilfe. Ich werde angeknabbert. Der spinnt wohl. Also diese Seepferdchen sind ganz schön garstige Viecher, muss ich mal so sagen. Das Spiel genauso schön wie Horrorspiele. Weißt du, das ist eigentlich so gemein, ne? Tierische Probleme mit Horrorspielen, aber Filme sind super. Filme sind super, ja. Da bist du ja auch nicht selber drin. Da kannst du sagen, oh, der Otto. Wieso geht denn der da rein? Und im Spiel bist du halt der Otto, der da reingeht. Ach, ich könnte pökeln, ne? Ich habe halt Salz. Komm her, komm her! Ich hab's gerade vor, wie ich unter Wasser in meinen Schnorchel rein nuschel. Komm her, komm her! Ja, ich falle. Oh, deswegen, damit ich den Seegleiter dann bauen kann. Deswegen muss ich hier die verschiedenen Sachen scannen. Ah, oh, wow. Das hatten wir schon. Hallo, Sosino. So, der Gepökelte müsste ja jetzt ein bisschen länger halten, ne? Genau, der hat gar keine Verfallsanzeige. Sehr gut. Okay, dann guck mal. Vielleicht finde ich ja jetzt irgendwann mal das blöde Salz. Salz auch schon. Den Schwefel. Schwefel ist ja auch eher so gelb-grünlich, ne? Wir wagen uns einfach mal ein bisschen vor. Drüben war ich noch nicht gucken. Nochmal Salz.
Was kann ich hier auch wieder scannen? Ist das schon wieder dieser... Lass mich doch mal in Ruhe! Was will der denn von mir? Hallo, Edge. Das blöde Scheißding haut mich immer. Was stimmt denn mit dem nicht? Schwebefisch. Kann ich ihn mitnehmen? Ja. Einfach mal einpacken. Ist da ein Ei? Nein! Geh weg! Ich komme wahrscheinlich irgendwie zu nah an den ihre Nistplätze oder so. Nee, das fühlt sich aber nicht wie Knuddeln an, was der da mit mir macht. Muss ich leider nein sagen, der knabbert, ja. Der ist ein bisschen schwierig. Die Höhle ist auch schwierig. Ich könnte ja mal die Fackeln mitnehmen, dann sehe ich wenigstens was. Wartet mal. Ich habe ja Fackeln in meinem Inventar. Hier. Nehme ich vielleicht mal welche mit. Ah, zur Ablenkung von Raubtieren. Okay. Verstanden. Aua, aua, au, au, au. Scheint ganz schön heiß hier zu sein. Ah, scheiße. Aber sieht hier irgendwas nach? Ah, scheiße. Ich werde ertrinken. Ja, 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 ja. Ich werde einfach ertrinken. Oxygen. Oxygen, ja? Wirklich? Ist das so? Ah. Okay. Gar kein Problem. Nee, die Höhle ist irgendwie zu krass. Also ich kann da nicht so wirklich weiter runter. Bin jetzt abgelenkt? Gebt mir doch mal irgendwas, was wie Schwefel aussieht. Das wäre total toll. Das fände ich wirklich... Fände ich wirklich super. 30 Sekunden. Ja, der kommt schon wieder auf mich zu. Ist auch nochmal Höhle. Sieht hier sehr hübsch aus.
Nee, aber leider nix. Und ich darf wahrscheinlich die blöden Dinger nicht berühren. Hier ist einfach... Wo schwef... Oh Gott, wo komme ich jetzt hier wieder raus? Ha! Von wo bin ich denn gekommen? Ach, von hier. Ach ja. Und bei euch so? Wie läuft bei euch so die Schwefelsuche? Oh ja, jetzt leckt's aber schön. Oh, schön. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Leck, leck, leck. Was? Oh. Guten Morgen, William. Schwierig, was das angeht. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Müssen wir dann vielleicht doch noch eine Runde Gothic weiterspielen, wenn das so leckt? Also jetzt ist ja gerade wirklich krass. Jetzt hört es ja gar nicht mehr auf zu lecken. Ihr seid doof, ne? Geladene Fußkissen. 6 einzigartige Gliedmaßen enthalten geladene Kissen, die das umgebende Wasser ionisieren können. Der Schwebefisch nutzt die Fähigkeit, um seine Position gegen die Strömung halten zu können. Urteilung? Essbar. Achso, nur essbar. Toll. Oh! Ich kann den Blasenfisch auch unter Wasser essen, um Sauerstoff in meine Tankflasche zu bekommen. Immerhin wäre dann das Schwefelproblem gelöst, ja. Hallo hier, Hightech, mein neuen Rechner. Ich glaube nicht, dass das mit dem Rechner zu tun hat. Ist das wieder irgendwas anderes? Signalboje und Segleiter habe ich zumindest schon. Tja, kann ich da leider nur YouTube-Let's Plays für euch machen. Dann leckt das wahrscheinlich auch nicht so. Glaube ich zumindest. Strobo-Kludi. Oh mein Gott. Also ich finde es nicht schlimm. Hä? Aber das ist eine einzige Leckfiesta. Ist auch nicht? Hä? Obwohl ich Strobo-Claudi dann bin? Okay, wenn ihr das sagt. Ich habe trotzdem ein Schwefelproblem. Kack, Schwefel! Hallo? Eventuell Bitrate anpassen. Es hat damit nichts zu tun. Es hat dort damit nichts zu tun. Wie komme ich an die Schwefel? Kreatureneier. Gehen die jetzt kaputt? Ich könnte die sogar wieder einsammeln. Ah, die verschwinden bestimmt dann. Da rollern sie weg. Ich habe halt auch so gar keine Orientierung, in welche Richtung ich vielleicht müsste.
Bei Ark hattest du so Probleme am Anfang. Stimmt, bei Ark war das auch. Fenstermodus. Ja, hey, aber das hat bei Ark auch nichts gebracht. Stimmt. Oh, krass, der Mond. Okay, kollidieren wir gleich oder wie oder was oder wer? Krass, der Mond. Na, da lang. Mist, jetzt habe ich auch keine Fackeln mehr, ne? Ich muss mal was trinken. Ja, das waren Tischkorallen. Das sieht so grün aus. Also noch. Aber wenn man näher kommt, wird's gelb. To the moon. Vor allem, man nichts sieht hier. Nein, lass mich. Das ist scheiße, wie schon wieder. Ah, da. Guck mal, wie das hier hinter mir her schwimmt. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Du alte Kackbratze. Mann, ey, was hat denn das Vieh für ein Problem mit mir? Irgendwann baller ich sie alle ab. Dann habe ich meine Ruhe. Winke, winke, Knuddelfisch. Ich verstehe manchmal. Ach, guck mal, da hinten sind schon wieder zwei gleich. Ach, Mist, irre. Da sind auch wieder welche. Ja, mal das wieder. Jetzt ist mal die. Ich muss mal gucken, ob das vielleicht gleich funktioniert. Wenn ich den esse. Nee, nicht fallen lassen. Oh, ich wollte den doch essen. Nee, okay, das geht nicht so. Aber die haben doch gesagt, wann den unter Wasser isst. Ah, guck. Geht's doch wieder hoch. Okay. Müssen wir ein paar Lungenfische sammeln? Ich nenne die jetzt einfach Lungenfische. Und dann gehen wir nochmal in die Höhle rein. Komm her! Also zum Fressen gern, ja. Wie viele nehmen wir denn da jetzt mit? Ich hab jetzt 5 oder 4. Ne, 4 habe ich. Wir brauchen mehr. Wir müssen jetzt das ganze Inventar voll mit diesen Fischen machen. Ja. Wenn dann dort unten aber nichts ist, ne? Dann bin ich aber ein bisschen sauer. Haben wir noch einen oder habe ich jetzt alle eingesammelt, die es in dem ganzen Meer gibt?
Gibt keine mehr. Mal, wohin ist gerade. Wenn er geweckt im Pfannkuchen, hey Dunkel. Okay, ich finde keine mehr jetzt auf die Schnelle. Na doch, da ist noch einer. Komm mal her, komm mal zu Mami. Zwei. Tut mir leid. Ihr müsst jetzt alles meine Lunge herhalten. Oh, da sind noch richtig viele. Brauch euch. Naja. So, jetzt haben wir 10 oder so. 10 müssen jetzt reichen, okay? Jetzt haben sie in der Hand die einäugige Seeschlange. Ja, sowas ähnliches. Oh, oh, ich werde gleich vergiftet. So, Leute. Ich gehe jetzt da runter. Ich habe ganz viel Sauerstoff ins Dash. Nee, komisch. Ist aber so. Die Frage ist halt nur, sehe ich denn da unten auch was? Halt so heiß, ne? Warte mal hier. Ach, ich habe ja meine Leuchtfackel noch liegen. Ah! Was zur... Stein. Oh, das sieht alles nach... Oh Gott. Ihhh, das schlüpft alles. Das ist leider alles kein Schwefel, verdammt Scheiße. Oder war das dieser Schwefelfisch, was du vorhin erzählt hast? Was war das jetzt? Was war... Oh! Hey, lass mich in Ruhe. Nee, auch nicht. Boah, Alter! Okay. Ich muss hier wieder raus. Au, Hilfe! Scheiße, wo muss ich denn jetzt lang? Wo komme ich jetzt wieder raus? Von wo bin ich gekommen? Wissen wir das noch? Ah, guck mal, hier kann man auch rein. okay, das hat ja richtig viel gebracht. Bei dem Fisch, der aus dem Ding raus wollte. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe Durst. Ich muss mir erstmal was zu trinken machen. Aber wie? Aus dem Ding, wo der rausgekommen ist? Oder was? Oh Gott, war das mein letzter Blasenfisch? Ich bin ja froh, dass ich... Der ist gepökelt hier. Thank you.
Das ist ja... Das ist ja anstrengend hier. Zum Glück hat sich die Lungenfisch... Population schon wieder erholt. Der wollte aber schnell. Jetzt hin. Hallo, komm sofort zurück. Jetzt muss ich wieder so viele sammeln. Erstmal, weil ich Wasser brauche, ganz dringend. Erstmal drei Flaschen Wasser ächzen. So, und jetzt müssen wir nochmal welche sammeln, um nochmal in die Höhle zu schwimmen. Aber ich komme ja auch von woanders in die Höhle, habe ich gerade festgestellt. Haben wir natürlich nicht den Punkt gemerkt, wo das war. Völlig klar. Platz habe ich. Nein, geh weg. Ich befürchte ja, dass wenn man sich der dieser Seepferdchen entledigt, dass die total schnell wieder da sind. So wie diese Lungenfische hier. Ja. Weiß noch jemand, wo ich gerade aufgetaucht bin? Ich glaube, ich da drüben irgendwo, ne? So, wie viele Fische haben wir? Fünf haben wir nur. Vorhin hatten wir definitiv mehr. Nur wegen Schwefel. Ich hoffe, wir brauchen nie wieder Schwefel in diesem Spiel. Sieht alles gleich aus. Was? Ich sehe leider keine lila Fische mehr. Ist hier schon mal drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Sachen sind so, um sich vor feindlichen Fischen zu verstecken, oder? Ich habe doch gerade noch einen gesehen. Wo ist denn der jetzt hin? Kleiner lila Fisch, piep einmal! Na gut. Ich tue jetzt einfach mal so, als würden die reichen, die ich habe. Aber wo ist meine Box da oben? Dann ist... okay, Orientierung gleich 0. Dann ist da das Ding. Und ich bin hier drüben, glaube ich, irgendwo gekommen.
Ja, aber ihr sagt ja, das stört euch nicht, wie das leckt. Oh, da unten ist aber wieder so ein blöder... Nein, 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 nein! Ich will nur hier in die Höhle rein! Lass mich! Ne, die war es aber nicht. Scheiße. Hilfe! Hesse, von wo kam ich denn hier? Ah, da drüben, glaube ich. Hä? Ach, Leute. Wo die Subnautica, haben sie gesagt. Das wird total entspannt zu spielen, haben sie gesagt. Ja, hier ist Boden. Scheiße. Ah, hier. Hier ging's rein. Okay. Ich bin wieder in der Höhle. Aber wo? Hier sind diese aufgeplatzten Dinger. Okay, Leute. Ja, ja, ja. Nee, nee, ist okay, ich gehe schon wieder. Nee, mir reichen die drei. Alles gut. Was? Ciao. Aua. Alles gut. Drei reichen. Ciao. Wollen Sie Schwefel ja bitte? Aber ich habe das Gefühl, ich bin übelst langsam gerade. Okay, Leute, wir haben Schwefel. Nee, hier. Reparaturwerkzeug. Okay, wo ist mein Silikongummi? Gib Gummi. Wo ist mein Silikongummi? Kann der kaputt gehen? Hä? Ah ne, hier ist mein Silikongummi. My bad. Hat es ausgelagert. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Reparieren. Lifepod secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Wir haben Licht. Ah, guck mal, Sekundärsysteme in Betrieb. Kommunikationscenter immer noch ausgefallen. Kommunikationsempfänger in Betrieb. Auftriebskörper entfaltet. Das war ja schon. Das hatten wir auch schon. Unerforschter Wasserplanet. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre. Wasserbakterienniveau hoch. Noch irgendwas, was wir ganz machen müssen? Da drüben. This is an alarm. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay. Aber wie konnte denn die Aurora jetzt meinen Dingens empfangen, wenn die doch vorhin gerade explodiert ist? Hallo? Ob ich das Reparaturwerkzeug auf die Aurora anwenden kann? Die Frau hat nun Schwefel, dies ist keine Übung. Ich, Kinder und Frauen zuerst. Nee, die Aurora kann ich leider nicht ganz machen. Es tut mir aber leid. Arme Aurora.
Mein Essen ist irgendwie gar kein Problem, ne? Aber Wasser? Ich bin die ganze Zeit am Saufen hier. So, okay. Ja, und dann? Was machen wir jetzt? Solarenergiezelle. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir das repariert und nun? Kann ich mir das schon bauen? Ah. Ich könnte mir jetzt eine Hut unter Wasser bauen, oder was? Na Mensch. Sag mal hier, Abfalleimer. Zersetzt unerwünschte Gegenstände dauerhaft und gibt ihre atomaren Bestandteile sicher in die Atmosphäre ab. Okay. Wegweiser. Ich kann mir ein Aquarium in meine Hut bauen, ja? Ist ja nicht so, dass ich einfach nur aus dem Fenster gucken muss? Starte vollständige und speichere Ergebnisse in Datenbank. Datenbank. Baupläne. Das haben wir schon. Basisinstallation. Geht es jetzt darum, mir eine Hut zu bauen? Wenn ja, wie? Biologische Daten. Wasserplanet der Kategorie 3. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Sicherheitshinweise. Kann Raubtiere in Leviathan-Größe beherbergen. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Planet ist außerhalb des Föderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Eine Erkundung dieser Umwelt ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung wird nicht empfohlen. Ist das so? Wie baue ich das jetzt? Und die Frage ist, baue ich das gleich hier? Wahrscheinlich schon, ne? Aber wo? Wo? Wo guter Nistplatz für mich? Bauplan lösen, Bauplan anheften. Muss ich noch irgendwas anderes vorher machen? Noch irgendwas? Konstruktionswerkzeug. Ah! Okay, warte mal. Computerchip. Computerchip konnte ich doch schon. Was ist denn der jetzt? Da brauche ich Kupferdraht. Ah? Werkzeuge. Kabelsatz und Batterie. Ist die Batterie noch? Kabelsatz? Doch. Ha? Da. Ich habe ein Konstruktionswerkzeug, Leute, und ich werde es benutzen. Es ist designed to construct habitats. Capable of withstanding extreme environmental conditions. Oh, jetzt wahrscheinlich hier diese ganzen. Oh no! Zurzeit die Frage. Ah! Aha! Wie hoch ich das bauen kann?
Und das brauch jetzt, oder? Baut sich das jetzt von alleine, oder? Achso. Maustaste gedrückt halten. So, jetzt haben wir ein Basis-Dings. Schön. Außenelemente. Innenelemente. Sonstiges. Hm. Und jetzt? Zuerst Regale vor die Fenster. Ja. Dekonstruieren? Nee, wollen wir nicht. Hab ich extra weit weggelegt. Das war nämlich erst auf E oder so. Oder auf Q. Das hätte ich ja ständig aus Versehen benutzt. In eine vorhandene Wand. Wo Wand? Luke? Fundament? Hä? Soll das die Wand sein? Da brauche ich Lithium. Sowas habe ich nicht. Warum sieht da nichts nach Wand aus? Warum? Ach so, doch, Basiswände. Aber hier steht ja in eine vorhandene Wand. Okay. Ich bin irgendwie verwirrt, weil ich nichts habe. Oh. Oh, wartet. Habe ich jetzt Nachricht? Das Zeichen auf. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Es gibt also noch andere Überlebende. Welche Rettungskapsel bin ich denn? Steht hier nirgendwo. Oder steht es draußen dran? Welche Rettungskapsel ist? Ach, ich bin die 5. Okay. Also einen Kilometer entfernt müsste man doch sehen. Aber vielleicht ist es auf der anderen Seite von dem Schiff. Hä? Das kann sein. Okay. Will ich da jetzt schon hinschwimmen? Signalkoordinaten unbrauchbar. Ungefährer Ursprung. Okay. Codes und Hinweise. Besatzung fordert Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Geortet in einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Aber wir sind doch die 5. Aber warte, hier ist noch eine Nachricht. This is Life Pod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Da noch eine Nachricht kommt, wir brauchen ja Nummer 4, um es zu wissen. Nummer 3 hat gar keine Koordinaten genannt, oder? Nee. Nee, der hat gar keine Koordinaten. Tag 7?
Ich bin schon 7 Tage dort unterwegs. Oh mein Gott. Habe ich noch Wasser? Nee. Oh, ich hoffe, ich kann später irgendwas herstellen, was dafür sorgt, dass ich immer genug Wasser habe. Ach, guck mal. Rettungskapsel 3. Besatzung meldet defekten Segleiter. Guck mal, das ist ja gar nicht so weit weg, oder? 137 Meter? Ist halt die Frage, ob das so gut war, dort schon so eine Konstruktion hinzubauen. Ich hab's halt. Es war nicht so teuer von den Materialien her. Soll ich da mal hinschwimmen? Was soll schon passieren? Ist aber wirklich nicht weit weg. Ist ja schön, dass die mich in 7 Tagen noch gar nicht gefunden haben hier. Schweine. Komm her! Ach, ich hab dich doch fast gehabt. Achso, oh ja. Ja, ja. Oxygen, gute Info. Vor allen Dingen bei dem einen. Bei dem einen Spielmodus hättest du ja nicht mal eine Info bekommen über Oxygenmangel. Das wäre dann einfach. Wärst du dann einfach abgekratzt, wenn du es verpeilt hättest. Lässt sich alles wieder abbauen. Da kriegt man dann die Materialien auch zurück. Hallo Nibbler. So viel Wasser hier, da macht ein oder zwei Platsch nichts aus. Ja, zum Glück. Die Frage ist jetzt, wenn die einen defekten Segleiter haben, muss ich vielleicht vorher erstmal alles abscannen, um selber einen Segleiter basteln zu können. Alles ja, okay, na dann ist ja gut. Und es laufen? Dann haben wir auch noch Metallschrott in the Tash. Ich guck mal, ob ich noch was finde, was ich abscannen kann. Was noch sehe. Weil ich würde mir eigentlich hätte vorhin viel mehr Sachen gesehen, die so gleitertechnisch aussahen. Das Gute ist, auf der rechten Seite unten leuchtet dann immer so ein Symbol auf. Ach, das ist immer, wenn ich Luft hole. Ich habe mich nämlich gerade gewundert. Ich habe mich generell schon gewundert, warum meine Taucherbrille manchmal so leuchtet. Eine Signalboje! Cool. Und da wird es auch schon wieder dunkel. Ja, komm her, komm her, komm her! Echt nicht weit weg, diese Rettungskapsel. Ist das nicht alles schon mal abgescannt? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. So, ah. Ja, merkst du selber, ne? Hast wieder voll ins Wasser gepupt.
jetzt bin ich schon im Kreis geschwommen. Nein, lass mich. Es ist hinter mir her. Ja, das ist voll. Okay. Okay, was soll schon passieren? Ich gehe da jetzt hin. Bei diesen Feuerlöscher habe ich die ganze Zeit. Ah, das ist er hier. Mal da, Rettungskapsel 3. Hallo? Komme ich hier rein? Oh. Komme ich da irgendwie rein? Oh. Das war wohl nix. War noch was hier drin? Nee, ne? Schade. Ja. Okay, Rettungskapsel 3 war leicht defekt. Und wo waren die Menschlein? Tü-lü-lü. Two minutes left. Ich mache ja Geräusche. Der Mensch hat eine Stimme? Doch. Bandono-Gel für VR-Brille? Ne. Wer soll das mit mir im VR spielen? Macht doch keiner. Darf man einen Tipp geben, der kein Backseat Gaming ist? Du meinst, von wo aus ist am besten sehe oder was? Nee. Ja, komm, rück raus. Falle! Für solche wie diesen so Signalbojen bauen, dann hast du quasi so Wegpunkte. Ach so, ja. Ich habe auch schon eine Signalboje. Guck mal, da hinten. Da ist eine. Habe ich schon gemacht. Wo die schreit die Geister und sehen soll's. Ja. Nee, aber die Insel finde ich ja ganz leicht wieder. Das ist einfach die, wo die Riesenwolke davor ist. Nein, es wird dunkel. Oh, das Ding landet im Dunkeln? Okay. Machen die Fische denn da? Ich sag doch, das wird abgeschossen. Oh, guck mal, das ist eine Riesenkanone. Ich hab doch gesagt, die haben uns abgeschossen. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Oh, scheiße. Building down there? What do you mean you can't identify it? Da ist es. Oh, fuck. No turning back now. Positions, everyone.
Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Als hätte ich es gewusst. Happy New Year! Oh, puh. Da war bestimmt Claudi, der hatte was angehört. Oh nein, und ich hab's noch gesagt. Dass die uns ja auch abgeschossen haben. Oh. Es tut mir so leid um die Besatzung. Besatzung did nothing wrong. Ich war so gespannt auf deine Reaktion. Ja, ich hab's mir, wie gesagt, eigentlich schon gedacht, ne? Any Survivors? Hallo? Soll ich euch retten, wenn ihr mich schon nicht retten könnt? Haben sie das Schiff weggezaubert. Ich hab ein Messer, ja? Die Armen. Na, so ist es. Ich sag's immer wieder. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Die wollten mich holen? Die wollten mich retten? Was haben sie jetzt davon? Tot. Was ist das? Nee, das findet. Das spielt ja eh jeder anders, Kermit. Geht's erstmal drin alles an. Na, ich geh jetzt drin erstmal gucken. Aber das war ja automatisch. Das hat ja keiner. Hier ist dieser Ionenwürfel, den ich brauche. Minecraft, is it you? Um die nochmal zu bauen, die Tafel. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Sie fasst schon wieder was an. Ja, ich habe das ja gesehen beim Rezept von der Karte. Ja, dass ich da so einen Ionenwürfel brauche, deswegen wusste ich, was es ist. Bin ja schlau. Ist noch einer. Okay, den kann ich nur einsammeln. Ich höre Dinge. Hier krabbelt irgendwas. Hallo? Alter, was ist denn das hier für ein Labyrinth? Unknown language. Attempting translation. Schema der Vollstreckungsplattform. Die Vollstreckungsplattform. Dieses Datenmaterial scheint eine Art mehrdimensionales Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dreidimensionalen Raum ist es möglich, für die interne Funktionsweise dieser Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Grundriss, Steuerung. Material, das auf herkömmliche Weise beschädigt oder zerstört werden kann.
separaten selbsttragendes Kraftwerk angetrieben. Natürliche Wärmeenergie des Planeten zu nutzen. Gratis Unterwasser-Tauchdock zugänglich ist. Ja, das wird jetzt meine neue Hood. Ganz einfach. Subnautica gefiel mir besser. Below Zero war mir irgendwie zu frostig. Ließ mich kalt. Der Kontrollraum ist im unteren Bereich die einzige bekannte Möglichkeit, mit der Einrichtung in Verbindung zu treten, aber das Schema beschreibt nicht die Vorgehensweise unter installierte Sicherheitsmaßnahmen. So, ich habe jetzt keine Vorräte mehr. So, ihr jetzt. The probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Was? Was ein Fahrstuhl? Einfach rein, ja? Danke für die Info. Wann ist das Spiel zum Horrorspiel geworden? Und wie tief bin ich jetzt bitte unten? Oh. Eine Bumme. Nee, das war kein Jumpscare, aber ich habe gedacht, ich wollte eigentlich gar nicht so weit runter, dass ich da runterblumse. Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, da ist noch ein Würfel. Keine Ahnung, wo ich lang laufen soll. Der geht hoch. Habe ich da gerade was gesehen oder habe ich mir das eingebildet? In die eine Ecke hier. Weiß halt nicht, ob ich jetzt hoch oder hier hinter muss. Guten Tag. Hallo? Geht. Ja, easy, das Tor zu anderen Welten. Oder zu neuen Welten? Zu neuen Welten, glaube ich. Wenn du schon alles tief empfindest, warte mal ab, wenn du in 500 Meter virtuelle Höhengänge erforschst. Guck mal, da oben ist nochmal so eine Tafel. Weltenvernichter, ja. Ach, sowas kann man doch immer gebrauchen, oder? So ein Weltenvernichter.
scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Hätte ich den Abschuss verhindern können, wenn es hier einfach schneller gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich drin irgendwelche Stecker gezogen hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Aber nö, ich habe draußen gewartet und nichts gemacht. Berühren! Control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Ich bin infiziert. Mit was denn? Mit Menschsein oder was? Ich dachte schon, der biegst mir ins Auge. Hat er aber zum Glück nicht. Ich komme mir wahrscheinlich erst wieder raus. Also, oder von dem Planeten runter. Wenn ich nicht mehr in infiziert bin? Tiefe 1200 Meter steht hier. Solchen Forschungseinrichtungen. Würden Sie es hier mit beträchtlichen Fossilien vorkommen? Brauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantänevollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Na, da haben wir aber noch mal Glück gehabt, ne? Hast du dich ja mal selbst gescannt? Ja, da war aber alles normal. Self-scan complete. Oh. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Aber das war am Anfang noch nicht. Wann, ich weiß nicht, wo und wann ich mich infiziert habe. Keine Ahnung. Wurde es gerade gepiekt? Ja, aber bei den Peaks haben sie ja nur geguckt, ob ich infiziert bin. Die haben eine Blutprobe genommen. Darüber haben die ja getestet, ob ich infiziert bin. Hier will ich nicht rein, oder? Ja, das ist wahrscheinlich irgendwann einfach so passiert, ja. Also, weil ich jetzt so lange schon in dieser Flora und Fauna unterwegs bin. Warum sagen sie denn? Erst fasst ihr alles an, dann fliegt ein Raumschiff in die Luft, dann wird sie gepikst und jetzt... Naja, ich will wieder raus. Ich will hier gehen, bitte.
Also ich wurde nicht infiziert durch den Piekser. Der hat eine Blutprobe genommen. Ich habe ja auch eine Nachricht bekommen. Oh, das muss ich auch noch abscannen. Ha. Alter, ich würde da nie mehr rausfinden. Oh, das ging eigentlich gerade. Offensichtlich. Bestimmt hat der Virus, den du hast, auch alle Alien im Tempel gekillt. Deswegen sieht man keine mehr. Ja, das ist ja... Das ist ja super. Das gibt einem ja Hoffnung. Wunderbar. Jetzt leckt es aber gar nicht mehr, ne? Ich glaube, das war, weil V-Sync aus war. Also der Klassiker, quasi. Nismo? Hier Sonne und Obst essen. Ja, Obst. Mhm. Von diesen Unterwasserbäumen, die hier wachsen. Unterwasseräpfelbäume. Nismo, danke schön für die Gifte-Zaps an Fighter, Bamse, Neolek, Zanaira und Snowl. Dankeschön. An underwater apple today keeps the doctor away, oder was? Oh, es tut mir so leid um die, die mich da retten wollten. Das ist wie bei Tomb Raider, da war das auch so. Da sind die auch von der blöden Himiko abgeschossen worden. Dabei wollten die uns nur helfen. Patsch, patsch, patsch. Wieder da. This is Life Pod 4. Ah. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Yeah. Yeah. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit die weg sind. Also für die gab es gerade Koordinaten. Oder auch nicht. Keine Koordinaten?